Games. Bugla fu fu klate boko kana fale tobo tobo oder lete baketide. Ich vergesse es immer wieder. Vielleicht lobo taketebo? Nein, lobo ta oder so. Oh. Funktioniert das irgendwann nochmal? Was benötige ich, um mit einer mächtigen Juju-Macht aus einer anderen Welt in Verbindung zu treten? Ah! Es hat funktioniert. Hallo? Hörst du mich? Du sagst nichts, aber ich sehe, du hörst zu. Du siehst komisch aus. Deine Kleider, das Zauberding in deiner Hand. So einen Juju wie dich habe ich noch nie gesehen. Was ist das für eine magische Kiste, durch die du mich ansiehst? Sie ist wohl das Wichtigste in deiner Hütte. Es ehrt mich, dass du mich durch sie anschaust. Ich bin Djibolba, der mächtige Schamane des großen und legendären Pupununu-Volkes. Wir haben seit Generationen... Hey, Ruhe da draußen! Ich spreche mit einem Juju! Tag, bring die Leute zum Schweigen! Dies hier ist wichtig! Und hol Lock den Krieger! Ich möchte ihn dem Juju vorstellen! Ich bitte tausendmal um Entschuldigung, fremder und mächtiger Juju. Heute ist viel passiert. Das ist der Grund, warum ich dich um Hilfe gerufen habe. Lass mich erklären. In der Geschichte des Pupununu-Volkes wussten Schamanen wie ich, dass unserem großen Beschützer, Dämon Juju, eines Tages etwas Schreckliches passieren würde. So steht es in der Prophezeiung der Pupununu. Das Mond-Juju ist unser Schild gegen das Böse und die Quelle meiner Juju-Macht. Sie ist stark und lieblich und bildschön. Oh, das ist Tlaloc. Er ist zwar stark, aber bestimmt nicht schön. Er ist eifersüchtig und praktiziert böses Juju. Auf der Versammlung, die den hohen Schamanen berief, wurde er übergangen, zu meinen Gunsten. Letzte Nacht nahm er bitterböse Rache. Tlaloc schlich mit seinen Dienern Loar und Pedro in den Mondtempel und hat dort die Mondsteine gestohlen. Sie sind die Quelle der Macht des Mond-Jujus. Als erstes benutzte Tlaloc die Mondsteine, um das Pupununu-Volk in wehrlose, dumme Schafe zu verwandeln. Ohne das Mond-Juju reichte meine Macht nicht aus, um alle zu beschützen. Dies ist nur der Anfang von Tlalocs teuflischem Plan. Aber Tlaloc ist ein Narr. Er wird nicht entkommen. Die Prophezeiung der Pupununu besagt eindeutig, dass ein mächtiger Krieger, der vom hohen Schamanen geschult wurde, Tlaloc stoppen und das Mond-Juju retten wird. Ich habe einen solchen Krieger trainiert. Sein Name ist Lock. Tag, was machst du schon wieder? Du hast gesagt, ich soll Lock holen. Das stimmt. Geh und hol Lock. Hör auf, mit dem Schaf zu spielen. Ich habe Lock. Na, du hast ein stinkendes, dreckiges Tier. Es ist Lock. Schau, er trägt Locks Amulett. Tlaloc muss ihn in ein Schaf verwandelt haben. Nein, 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 nein. Das darf nicht sein. So steht es nicht in der... Pupununu. Prophezeiung der Pupununu. Der mächtige Krieger wird nicht zum Schaf. Der mächtige Krieger leckt nicht meine Füße. Hör auf zu lecken, Lock. Ja, ist das furchtbar. Können wir ihn nicht zurückverwandeln? Ich weiß nicht. Ja,
Ich hab's! Wir können wieder den mächtigen Krieger aus ihm machen! Dieser große Juju-Geist aus der anderen Welt kann uns helfen! Folge Tech! Beschütze ihn mit deiner Macht! Gehe gemeinsam mit Tech zum Grabhügel der Ahnen und stecke dann die Zähne in die Statuen! Außerdem brauche ich magische Nubu-Pflanzen. Nun geht! Beide! Lok muss Trelok stoppen, bevor dieser die Mondgöttin vernichtet! Tech, mein Name ist Flora. Das Mond-Juju hat mich geschickt, um dir zu helfen, falls du nicht mehr weiterkommst. Es liegt ein weiter Weg vor uns. Los geht's! Du siehst zwar klug genug aus, um es selbst herauszufinden, aber ich werde es dir trotzdem erklären. Um dich zu bewegen, musst du den Bewegungsstick benutzen. Wenn du springen willst, musst du den Sprungknopf drücken. Um einen Doppelsprung auszuführen, musst du den Sprungknopf zweimal drücken. Oh, noch etwas Wichtiges. Manchmal zeigt die Kamera nicht in die Richtung, in die du gehen möchtest. Du kannst den Kamerastick benutzen, um die Kamera rotieren zu lassen. Wenn die Kamera nicht in die Richtung zeigt, dann benutze einfach den Kamerastick, um sie rotieren zu lassen, bis sie in die richtige Richtung zeigt. Lass die Kamera nun rotieren, bis du mich siehst. Super! Das kannst du jetzt immer tun, wenn du etwas suchst. Herausfinden, dass die meisten Tiere hilfreich sein können. Wenn du auf ein Tier triffst, dann solltest du ausprobieren, wie es dir helfen kann. Auf einigen Tieren kannst du sogar reiten. Das mächtige Nashorn. Es eignet sich wunderbar, um Dinge in viele kleine Stücke zu zerlegen. Los, spring drauf! Wenn du willst, dass es schneller läuft, dann gib ihm einen Klaps mit deiner Keule. Schnell herausfinden, dass du Dinge aufnehmen kannst. Besonders cool ist, dass du jeden Gegenstand, den du aufnimmst, auch werfen kannst. Drücke hierzu den Aktionsknopf. Wenn dir ein Gegenstand zu schwer wird, kannst du ihn mit dem Benutzen-Knopf ablegen.
Manchmal wirst du nach einem Sprung an einem Vorsprung hängen. Wenn du an einem Vorsprung hängst oder von einem Vorsprung herunterfällst, verlierst du den Gegenstand, den du gerade trägst. Da, siehst du? Das ist ein Spiralschwanzaffe. Sie sind sehr böse. Affen wie er lieben es, Kokosnüsse auf andere Tiere zu werfen. Hey, Tag, wirf die Melone auf den Affen und schau, was passiert. Du hast es getan. Hast du gesehen? Wenn du etwas auf ihn wirfst, schleudert er eine Kokosnuss auf denjenigen, der in seiner Nähe steht. Federn sind sehr wertvoll. Sammle alle Federn ein, indem du über sie hinwegläufst. Es gibt verschiedene Arten. Die gelben sind Gesundheitsfedern. Wie du siehst, gleichen sie der Feder auf deinem Kopf. Das liegt daran, dass die Feder auf deinem Kopf deine Gesundheit anzeigt. Wenn sie violett wird, hast du deine gesamte Gesundheit verbraucht. Die anderen Federn geben dir auch Gesundheit zurück, aber ihr Hauptnutzen ist die Magie. Später im Spiel benötigst du Mana-Federn, um Magie anzuwenden. Die Waffe ist die Keule. Sie ist primitiv, aber einfach zu benutzen. Drücke auf den Aktionsknopf, um sie zu schwingen. Übe ein wenig an diesen Gefäßen. Pass auf! Ein Nörgel hat sich in diesem Gefäß versteckt. Benutze die Keule. Es braucht ein paar Schläge, aber du wirst es schaffen. Hab dich! Der Orang-Utan hat den Bananenbaum umgebogen. Ich frage mich, was passiert, wenn du dich auf das große Blatt stellst. Versuch es, Ted. Super, Tag. Jedes Mal, wenn du an einen anderen Ort möchtest, dann stell dich einfach neben ihn. Er wird dann den Baum umbiegen. In dieser Welt musst du Seile benutzen. Du wirst in die Richtung schwingen, in die du schaust. Drücke den Bewegungsstick nach links oder rechts, um dich auszurichten, bevor du an das Seil springst.
Okay, Zeit, um etwas über Widder zu lernen. Kommst du an ihm vorbei? Wenn dir ein Widder einen Freiflug verschafft hat, geht er wieder an seinen Ausgangspunkt zurück. Du kannst eine Melone benutzen, um ihn von der Tür wegzulocken. Versuche in seiner Nähe eine Melone auf den Boden zu legen und warte ab, was passiert. Jebolba helfen, Lok und die anderen Dorfbewohner wieder in ihre menschliche Form zu verwandeln. Jebolba sagte, dass wir zum Grabhügel müssen. Von deinem Dorf aus kommen wir dorthin. Das ist Texdorf, die Heimat der Pupununu. Sie sind wunderbar und sehr freundlich. Traurig, dass fast alle in Schafe verwandelt wurden. Hoffentlich können wir ihnen helfen. Okay, Tag. Wir müssen die magischen Pflanzen einsammeln, damit Jebolba Lok zurückverwandeln kann. Aber zuerst müssen wir zum Grabhügel, um den Stab zu holen. Folge mir! Belästige mich jetzt nicht. Komm zurück, wenn du den Kriegerstab und alle Pflanzen hast.
Gefährt bringt uns zum Grabhügel. Dies ist der Grabhügel. Alle deine Ahnen sind hier begraben. Viele von ihnen waren großartige Pupununus, die jetzt vom großen Kriegerkönig bewacht werden. Wir müssen in sein Grab, um den Stab zu bekommen. Die Statuen sehen, die Djibolba erwähnt hat. Wir sollten rübergehen. Ich sehe einen der Zähne. Lass ihn uns holen. Der Statuen. Schau, Tek, wenn wir alle 4 Zähne bekommen, erhalten wir Zutritt zum Grab. Let's go.
weiter geht's! Geht's dir gut? Oh, das passiert mir ständig. Das ist Teil deines Lebens, wenn du Mumie bist. Immer dieser Staub in der Lunge. So, du bist also der große Krieger der Putununu-Prophezeiung? Du kommst, um den Stab deiner Ahnen zu holen? Nun, du kommst mir nicht sehr groß vor. Ich bin nicht der große Krieger, das ist Locke. Ich hole den Stab nur für Jibolba ab. Nur der große Krieger kann den Stab bekommen. Wenn du mir den Stab abnehmen kannst, dann sollst du ihn haben. Oh. Oh Mann, das ist mein Kampfarm. So ein Mist. Nimm den Stab, großer Krieger. Setz ihn weise ein und oft. Und fass mich nie wieder an. Ja, du hast es geschafft, Tech. Dies ist eine starke Waffe. Ich wette, diese Nurbles haben jetzt keine Chance mehr. Weißt du was? Du kannst sie auch zum Stabhochsprung benutzen, um Stellen zu erreichen, an die du sonst nicht gelangen kannst. Erinnerst du dich an die Pflanzen, die Jibolba erwähnt hat? Wir sollten sie finden. Benutze den neuen Stab, um an die Tür dort zu kommen.